Gummo, 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 Galli, Grü und willkommen zurück zur Switch-Beta von Inazuma 11 Victory Road. Und ja, meine Kerle, es ist wahr, Nintendo hat geantwortet folgendermaßen. Falls ihr euch noch daran erinnert, dass ich vor knapp 2 Wochen ein Video gemacht habe, und zwar genau dem hier, in dem es eben darum ging, dass Nintendo wohl in einer Newsletter-Mail das exakte Release-Date der Vollversion von Inazuma 11 Helden der Siegesstraße geleakt haben soll. Es hat sich da natürlich nach ein paar Tagen rausgestellt. Nein, dem ist nicht so. Wir haben uns die englische Newsletter-Mail angeschaut und die sagt was komplett anderes. Ergo, Übersetzungsfehler von Nintendo, so wie ich es mir gedacht hatte. Aber ich dachte mir dennoch, nichtsdestotrotz werden wir heute in die allerechte E-Mail von Nintendo Deutschland reinhalten. Und es wird maximal ehrenlos werden. In diesem Sinne, lassen Sie jetzt auch gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch schon mal eine E-Mail von Nintendo bekommen habt. Vielen Dank fürs Support. Abonniert natürlich sehr gerne rein für mehr. Und nun würde ich sagen, zischen wir hinein in die E-Mail. Und da natürlich direkt mal zu Anfang. Ehrengrüße und Shoutouts geht raus an Tobi von Instagram, der mich, vor knapp einer Woche, ist es schon her, dieses Bild hier geschickt hat, quasi diese Statusmeldung, Aktualisierung, wenn man das so sagen kann, denn der Newsletter von Nintendo von Juni, der ist nicht mehr aktuell, der wurde jetzt hier per E-Mail korrigiert und ich glaube nicht, dass Nintendo nochmal an jeden Einzelnen, der den Newsletter bekommt, quasi auch eine aktualisierte Mail geschickt hat, von wegen, also das, was ihr hier halt schon seht, ne? Dass der Release eben noch nicht am 28. Juni ist. Und ich glaube, da muss man sich eben ganz gesondert selbst an Nintendo wenden, so wie das Tobi gemacht hat. Deswegen einmal kurz hier in die Kommentare glatschen für Tobi, der Bruder. Folgen Sie ihm auf Instagram, der Link ist in 1 Beschreibung. Folgen Sie auch gerne mir auf die Instagrams, der Link ist natürlich auch in 1 Beschreibung. Danke für Support, wir gehen rein in die Mail von Nintendo. Hey Tobi, der Newsletter von Juni von Nintendo vom 1. Juni 2024 enthielt fälschlicherweise einen Hinweis bezüglich des Erscheinungsdatums von Inazuma 11 Helden der Siegesstraße. Deshalb ist hier die Richtigstellung, dass die Vollversion von Inazuma 11 Helden der Siegesstraße nicht am 28. Juni erscheinen wird. So, und das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, ne? Habe ich gut gemacht? Habe ich euch schon direkt den Wind aus den Segeln genommen? Die alte Clickbait-Sau, sie hat es wieder mal auf die Spitze getrieben, könnte man sagen. Also, ja, ich habe mir von Anfang an gedacht, dass das eben keine richtige Information sein kann. Und das aus verschiedensten Gründen. Wir hatten das ja schon so ein bisschen auseinandergenommen. Na, es ging ja zum einen auch darum, dass wir hier noch in der Beta sind. Und die Beta wird bis Juli hinausgehen. Das wissen wir ja auch nicht erst seit dem letzten Update, welches uns Inazuma 11 Series auf Twitter gegeben hat, oder auch Aki Hirohino, sondern, naja, das ist ja Basic Math, so, wir haben noch nicht mal die Beta für PS4, PS5 und Steam announced mit exaktem Release-Date und dann will mir Level 5 oder Nintendo Deutschland erzählen, dass wir hier in der Situation sind, wo wir Ende Juni schon die Vollversion spielen können. Bro, das war echt ein Wild, das war ein wilder Moment, passiert nicht oft sowas, aber hier ist es passiert. Und Fehler passieren. Daher, ich vergebe Ihnen Nintendo. Aber nur, wenn Sie mir vor Release einen Code oder wahlweise eine physische Version von diesem Spiel hier zukommen lassen. Denn das hat mich schon wirklich sehr gekränkt. Ich habe schon wirklich teilweise gedacht, es kommt am 28. raus. Da haben Sie mich wohl allesamt komplett an der Nase vorbeigeführt. Ja, ich bin enttäuscht. Aber Fehler passieren. Ne? Deswegen an der Stelle Grüße an Nintendo. Und ja, sehr cool, dass hier transparent mit umgegangen wird. Ne? Also, ich habe zwar auch zu euch gesagt, ne, wenn ihr von Nintendo aktualisierte Statusmeldungen dazu haben wollt, dann schreibt ihnen eine E-Mail. Und so ist es dann auch passiert. Tobi hat es getan. Und danke auch an alle anderen, die es getan haben, die aber jetzt nicht einen Screenshot mir geschickt haben. Und Ehre einfach nur. Ehre geht raus. Also, sie wird nicht am 28. Juni erscheinen. Ab dem 28. Juni wiederum wird die weltweite Beta-Test-Demo von eben diesem Spiel nicht mehr als Download zur Verfügung stehen. Und wir entschuldigen uns für den Fehler und die dadurch entstandene Verwirrung.
Absolut. Also dafür würde ich sagen, ne, für diesen Fehler, für diese Verwirrungsorgung, wenn man das so sagen kann, für diese Stiftung der Verwirrung hat eigentlich jeder, der dieses Rundschreiben bekommen hat, eigentlich verdient, zu Release die Vollversion zu bekommen. Ne? Wir haben ja auch schon die Demo bis zum allerletzten Punkt ausgequetscht, sage ich euch, wie es ist. Und hier nochmal Grüße an Level 5 und Nintendo. Sehr schön, dass sie hier auch nochmal zu sehen sind. Und ja, lass uns noch ein Match machen und es dann dabei belassen, dass das Spiel nicht am 28. rauskommen wird. Tja, schade, ne? Schade. Wie gesagt, ich habe es direkt schon von Anfang an gecallt. Viele von euch auch haben sich gedacht, das kann einfach nicht realistisch sein. Das kann einfach nicht realistisch sein, so wie eben der momentane Plan von Level 5 ist. Und naja, wir wissen und auch gerade jetzt immer noch wissen, ist der Plan relativ unsicher. Das kann ich euch sagen. Also, wir wissen nach wie vor noch nicht so ganz, wann das Spiel jetzt rauskommen wird. Ich habe immer noch sehr große Bedenken, dass es erst nächstes Jahr der Fall sein wird. Was sehr schade wäre, weil somit, I don't know, geht so ein bisschen Momentum flöten, wenn ihr mich fragt. Also ich finde, so eine Beta gehört sich kurz vor Release. Wisst ihr, so ungefähr wie damals, Splatoon vor 10 Jahren. Wer kann sich noch erinnern, Alter? Splatoon 1, es wurde vor 10 Jahren angekündigt. Happy Birthday an der Stelle, du Drecksau. Und es war ja so, dass dann im Mai, ich glaube, im April 2015. Es ist sehr lange her, muss ich sagen. Also, es war so, es gab ja eine Global Test Fire. Eine Demo zu eben, ja, Splatoon 1 auf der Wii U damals. Hashtag, wer hat es damals gespielt? In die Comments hinein. Ich war Teil davon. Ich hatte auch ordentlich reingehalten in den Aal. Und ich meine, sie müsste im April oder Anfang Mai gewesen sein. Kurz vor Release. Und ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, right? Also, wenn wir irgendeine Hoffnung haben wollen, dass es noch in diesem Sommer kommt, dann geht die Demo noch bis irgendwann Juli. Und das ist ja bekannt, das wissen wir. Ne? Wir wissen, die Demo geht jetzt bis Juli. Heute mal so der absolut optimistische Ansatz, der Best-Faith-Moment, den ich jemals zu diesem Spiel ausgesprochen habe. Und zwar, mir geht's darum, wenn die Demo bis Mitte Juli geht, also jetzt noch bis knapp einem Monat, und Level 5 dann, ich sag mal, das ist aber auch schon sehr optimistisch, ne? Der früheste Moment, an dem das Spiel rauskommen könnte, irgendwann August oder September oder so. Er ist aber auch wirklich viel zu früh, wenn ihr mich fragt, ne? Was macht irgendwie vorne und hinten keinen Sinn? Also der Optimismus ist jetzt schon flöten. So eine Scheiße aber auch, ey. Was soll denn das, Level 5? Ihr miesen Schweine einfach nur. Denn das Ding ist halt, ne? Ich würde ganz gern optimistisch sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Level 5 es hinbekommt, die Beta bis Mitte Juli laufen zu lassen und dann ein paar Wochen zu brauchen, bis das Spiel fertig ist, um es dann in die Presswerke zu schicken. Also, um einen physischen Release zu garantieren. Wie lange auch immer das dauert mit den Presswerken, ich weiß es nicht. Ein paar Wochen? Ein paar Wochen oder so? Dass man quasi in so ein Nintendo Switch Cartridge-Werk, in so eine Werkshalle reinläuft und sagt, hallo, ich würde ganz gerne mal 3 Millionen Cartridges herstellen für Inazuma 11. Das beste Fußballspiel aller Zeiten. Besser als EAFC. Besser als FIFA jemals war. Nur mit die Anime-Brüders. Ist ja, das würde schon hart schieben. Da würde sich doch der Presswerksbruder denn, ja komm, bitte, führen Sie sie ein. Die NSP-Datei. Diese Maus. Also, wie gesagt, ne? Es wird echt knapp so, wenn wir das Spiel noch in diesem Sommer released haben wollen. In diesem Sommer released haben wollen, da muss sie wirklich Ende bzw. Mitte Juli muss sie vorbei sein, dass man quasi die Resultate, und ich denke, jetzt ist schon ein Großteil der Resultate
wahrscheinlich in Planung, ins finale Spiel gebracht zu werden oder ist schon im finalen Spiel integriert. Und man wartet jetzt eben noch die ganzen Beta-Ergebnisse von PS4, PS5 und Steam ab. Und da muss es halt auch so die nächsten Tage, sag ich euch, wie es ist, die nächsten Tage muss ein Statement kommen. Die nächsten Tage muss ein Statement kommen. Es muss noch in diesem Monat passieren. Die können doch nicht während der EM sagen, nö, wir releasen die Beta für die andere Plattform erst, erst im August oder wenn die Demo schon vorbei ist oder im Juli, ne? Das ist realistischer. Aber das wäre halt zu spät. Wir wissen, wie gesagt, die Server werden noch ein paar Wochen nach dem 28. Juni, dem Zeitpunkt, an dem, naja, die Beta vorbei ist. Wo haben wir es? Hatten wir noch gerade hier irgendwo, ne? Sie ist am 28. vorbei. Und also vorbei in dem Sinne, dass man dort dann nichts mehr runterladen kann. Ne? Also, dann wird's die Datei aus dem eShop entfernt. Also, wenn ihr sie noch nicht runtergeladen habt, ne, nochmal hier der Reminder, der Friendly Reminder. Tun Sie dies. Tun Sie dies. Nun. Tun Sie dies sofort. Jeder Download kann helfen, Level 5's Optimismus nach oben zu schrauben, dass es ein geiles Game wird, Mann. Es geht um Zahlen, Leute. Wir leben im Kapitalismus, Mann. Wir sind nicht zufrieden, wenn das Spiel nur 1 Million mal runtergeladen wird. Machen Sie endlich. Machen Sie das. Machen Sie das jetzt. Die absoluten Kicks. Also jetzt mal im Ernst. Ich werde euch im nächsten Part zeigen. Level 5 ist schon wirklich ein bisschen am Gucken. Also die sind... Oh, du Drecksau. Die sind auf Twitter... Die teilen schon so ein bisschen Gameplay. Gehen wir morgen oder im nächsten Part. Ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt, aber... Die Tage. Morgen die Tage. Sie teilen ordentlich neues Beta-Gameplay. Da werden wir reinhalten, uns das anschauen. Und... Alles klar, das habt ihr gefixt, oder was? Jedenfalls... Dass momentan so viel Gameplay gezeigt wird, stimmt schon mal ordentlich. Das macht schon mal Hoffnung, dass sie vorangekommen sind. Was jetzt sehr optimistisch klingt. Denn ich glaube, das, was sie auf Twitter gezeigt haben, ist kein Switch-Gameplay. Weil warum sollten sie auch? Die Switch-Version kriegt keine Updates mehr. Die werden also wahrscheinlich eine Steam- oder eine andere Version gezeigt haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, es sieht grafisch ein bisschen besser aus, aber... Kann mich auch trügen an dem Bild. An den ganzen Texturen vom Gras. Daher... Ey, lass uns hoffen, dass sie momentan so viel zu zeigen haben, so viel Neues. Dass sie kurz davor sind, sie zu releasen. Und wie gesagt, ich sehe Mitte Juni am besten. Dann ist halt genug Zeit, damit man halt bis Anfang Juli, Mitte Juli, eben der Zeitpunkt, wenn die Server und die Lichter ausgehen, das ist ja auch Tag X, ne? Wann wird das passieren? Und zwischen Anfang Juli und Mitte Juli, also mehr kann ich da nicht in den Raum werfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch bis Ende Juli geht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, Level 5 weiß selber, dass sie das Spiel schnellstens rausbringen wollen. Im besten Falle noch ganz, ganz schnell vor Fantasy Life Eye. Ja, und wenn nicht, dann Ende des Jahres. Aber ich sag halt, wenn das Spiel in die Presswerke kommen soll, wenn das Spiel... die Formation der Brüder, was ist denn da gerade passiert? Die hatten, glaube ich, gerade kurz Reset gehabt. Also, for real. Das Spiel muss ja noch auf die Cartridges gepresst werden. Hallo. Ihr könnt das Game nicht nochmal wie Megaton Musashi nur digital releasen. Das könnt ihr euch nicht erlauben, Leute. Also, wenn ihr wollt, dass dieses Spiel ein Erfolg wird, dann müsst ihr die auch mal physisch in die Läden stellen. Also, I don't know, aber... Es ist nur mein Guess. Ist nur meine Vermutung, Level 5. Und je schneller sie das tun, je schneller sie damit fertig werden, die endgültige Vollversion auf die Cartridges pressen zu lassen. Von mir aus mit einem. Von mir aus auch gerne mit einem Day One Patch. Ist ja momentan eh gang und gäbe, dass die Vollversion
eigentlich nicht die echte Vollversion ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Also schon, aber halt abgespeckt. Also, wenn es richtig scheiße läuft, guckt euch Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl an. Was war da los? Das Spiel enthielt in der puren Cartridge-Version, in 1.0, MIDI-Sounddateien. MIDI, also das Format, ne? MIDI. Ich weiß nicht, was die Abkürzung, für was sie steht, aber statt irgendwie Wave oder MP3 haben sie halt so eine verdammt komprimierte komprimiertes Audioformat auf die Cartridge gehauen, dass sich das an Stellen nicht schön anhörte und man updaten musste, damit man eben Zugriff hatte auf diese Wave- oder MP3-Format-Sounds. Maximal wild. Von daher, ey, Level 5, lasst euch nicht zu viel Zeit. Ne? Das Spiel muss auch irgendwann raus. Wir haben EM. Ja, moinsen. Ihr könntet das Spiel auch vor EAFC 25 rausbringen und ihr hättet way to go, Allah. Aber was ist eure Meinung? Schreiben Sie es umgehend in die Comments und gehaben Sie sich wohl.